Servus und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du für deine Fotos oder auch Videos ein schönes Wasserzeichen bzw. Logo erstellen kannst. Dazu gehen wir als erstes zu Google Fonts. Auf der Google Fonts Seite stellen wir hier bei den Filtern ein, dass wir nur Handwriting, also nur die Handschriften sehen wollen. Und oben geben wir dann unseren Namen oder den Namen, den du benutzen möchtest, gibst du oben ein. Und jetzt kannst du es durchscrollen und dir unter den verschiedenen Schreibschriften, die hier drinnen sind, das sind jede Menge, eine aussuchen, die du oder die dir am besten gefällt. Ich nehme jetzt mal diese hier, Mrs. Saint Della Field. Du markierst sie und sagst hier oben rechts Download Family. So. Wenn du dann die Schrift runtergeladen hast, egal ob Mac oder PC, also Windows PC, hast du in deinem Downloads-Ordner den ZIP-Ordner von der Schrift. Den entpackst du und im Ordner findest du dann den TrueType-Font dieser Schrift. Mit einem Doppelklick darauf kannst du das, wie gesagt, egal ob Mac oder PC, in dem darauffolgenden Menü installieren. Und dann kann die Schrift verwendet werden. Eventuell machst du nochmal einen Neustart des Rechners, aber im Normalfall ist die Schrift sofort verfügbar. Wenn das gemacht ist, ich nehme jetzt mal Affinity Photo, gehen wir in das Programm Affinity Photo oder Photoshop oder auch ein anderes. Es ist eigentlich immer überall das Gleiche. Dann legen wir ein Dokument an, vielleicht nicht so klein, dass man immer das Logo scharf abgebildet haben. Ich nehme jetzt mal hier eine Breite von 2000, eine Höhe von 1000. Die DPI, ob die jetzt 72 oder auf 300 stehen, ist völlig egal. Und dann sagen wir erstellen. So, jetzt ist wichtig, dass du bei Dokument hier jetzt, wie es jetzt ist, bei Affinity Photo, bei Photoshop kannst du das vorher schon einstellen. Ich sage es jetzt nur nochmal, das Dokument muss transparent sein, deswegen gehen wir hier auf transparenter Hintergrund. Jetzt werden wir als erstes mal unseren Namen mit der neuen Schrift hier schreiben. Dazu nehmen wir das Textwerkzeug und ich schreibe hier meinen Namen, markiere das Ganze dann und suche hier die installierte Schrift bei M. Schauen wir mal, wo das ist. Hier ist sie schon. Jawohl. Es gibt hier auch nur einen regulären Schnitt bei dieser. Bei manchen ist ein Bold-Schnitt dabei. Dann ziehen wir das Ganze größer. Hier gefällt mir der Abstand noch nicht so gut. Ich gehe nochmal aufs Textwerkzeug, setze den Cursor und ja, gebe das noch ein bisschen weiter auseinander. Dann ziehe ich das auf so eine Größe auf. Jawohl. Und jetzt, ich mache jetzt einfach das so, wie es mir jetzt gefällt. Du kannst es natürlich auch anders machen. Ich setze jetzt mal eine Linie drunter. Die Linie lasse ich hier beginnen. Ich klicke hier einmal, drücke dann bzw. halte die Shift-Taste gedrückt, dass die Linie gerade wird. Und lass die hier rüberlaufen. Gehen wir aufs Objektwerkzeug, haben wir oben die Kontur. Gehen wir mal vielleicht so auf gut einem Pixel, machen wir 1,2. Jawohl, das dürfte so passen. Dann gehen wir nochmal auf das Textwerkzeug. Und jetzt habt ihr das oben markiert. Nein, soll ein eigener Text sein. Jawohl. Ich nehme jetzt mal den englischen Begriff und schreibe hier Photography, markiere das Ganze, nehme jetzt eine gerade Schrift, hoppla, muss markiert sein, genau, nehmen wir jetzt einfach mal die Areal, die hat jeder drauf, die Areal und gehe dann in das Schriftenmenü, also gehen wir Fenster, Text, hier wollen wir die Zeichen haben. Dann haben wir hier unser Menü der Zeichen. Hoppla.
Nehmen wir das weiter runter, dann sieht man das besser. So, dann markieren wir die Schrift. Dann möchte ich das Ganze jetzt mal so, dass es Großbuchstaben sind. Und bei der Spationierung der Buchstaben trage ich jetzt mal hier mit kleinem großen Wert, schreibe mal 500 ein. Okay. So, dann gehen wir mal, nehmen wir mal die Schrift und lassen wir es hier beginnen und ziehen das Ganze so auf diese Größe. Jawohl. Gehen wir vielleicht ein bisschen, ja, da können wir sogar wieder dranbleiben. Okay. So, dann haben wir mal unser Logo. Schauen wir nochmal. Photography. Jawohl, haben wir unser Logo hier soweit fertig. Und speichern das ab. Ich sage jetzt einfach Wasserzeichen RF und speichert das am Schreibtisch. Okay. Dann haben wir hier unser Logo fertig. Um das Logo jetzt zu nutzen können, braucht man da eine PNG-Datei. Und manche Bilder sind dunkel, dann wollen wir das in weiß auch haben. Dann gehen wir es als erstes her und legen diese Ebene, die wir hier haben, die zwei Wörter und die Kurve, also der Strich, die legen wir hier zusammen, sichtbare zusammenlegen, blenden wir die unteren aus. Und haben dann hier unsere Pixelebene. Wir gehen auf Datei, exportieren. Dort brauchen wir den Dateityp PNG, der durchsichtig ist. Hier haben wir unsere Größe, wie es eingestellt war. Und exportieren das auf unseren. Ich mache jetzt hier noch SW für schwarz. Sichern. Jawohl, dann haben wir das erste. Dann, wenn die Ebene markiert ist, gehen wir auf, beziehungsweise wir drücken die Command-Taste und I und stellen das um auf weiß, mit Command I die Ebene auf weiß umstellen und dann das Ganze wieder exportieren. Und hier machen wir vielleicht W für weiß. Okay. So, dann haben wir unsere Wasserzeichen fertig. Jetzt öffnen wir eine neue Datei, beziehungsweise ich schließe diese Datei. Schließen. Sagen wir jetzt nicht speichern, das haben wir ja schon gespeichert. Und ich öffne jetzt ein Foto. Hier haben wir das Foto. Und jetzt gehen wir hier und sagen Datei platzieren. Und suchen unser weißes Wasserzeichen. So, dann ziehen wir das mal auf, vielleicht so groß. Das ist dann, bleibt dir überlassen. Und ziehen das hier unten in das Foto rein. Kannst es auch kleiner machen, je nachdem. Und so kannst du das mit dem weißen und mit dem schwarzen Logo, kannst du immer deine Bilder oder auch unten ein Video, kannst du das reinsetzen. Und man sieht sofort, von wem das Foto ist, wie ein kleines Copyright. Das war's für dieses Video. Das war einfach nur ein kleiner Gedanke so, wie man seine Fotos personalisieren kann oder seine Videos. Vielleicht hat es dir gefallen, vielleicht hat es dir geholfen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.